Im Piano Room dreht sich alles um das Spielen mit Flügel- bzw. Klavierklängen. Hier lässt sich zum Beispiel sehr schön der Deckel eines Flügels schließen und auch wieder öffnen. Wechseln Sie zu weiteren Flügel- bzw. Klavierklängen, indem Sie einfach über das Instrument wischen. Ändern Sie die Umgebung, indem Sie rechts oder links oben auf die kleinen Pfeile tippen, wie zum Beispiel ein kleiner Raum oder die Kathedrale oder die Bühne. Viele weitere Details lassen sich in den Piano Room Einstellungen verändern. Tippen Sie hierfür rechts oben auf das kleine Flügelsymbol. Hier lässt sich zum Beispiel nochmal die Deckelposition einstellen oder die Helligkeit des Klanges verändern. Schieben Sie hierzu einfach den Regler von gedämpft bis hell. Weiterhin lässt sich die Anschlagkurve verändern. Sie können die Intensität der Umgebung, das heißt den Hallanteil, verändern. Die Gesamtstimmung lässt sich einstellen. VRM für Virtual Resonance Modeling kann in Form von Dämpferresonanz oder Seitenresonanz nochmal angeglichen werden. Es lässt sich auch hier der Punkt für das Haltepedal einstellen und letztendlich können Sie jeden einzelnen Ton stimmen bzw. in der Lautstärke einstellen. Verlassen Sie die Piano Room Einstellungen, indem Sie rechts oben auf Fertig tippen. All diese Einstellungen lassen sich als sogenannte Registrierung abspeichern. Tippen Sie hierfür links unten auf das Symbol aus Noten, Tasten und der kleinen Trommel und tippen dann in das graue Feld Aktuelle Einstellungen speichern. Vergeben Sie hier einen Namen für Ihre Registrierung und tippen anschließend auf Speichern. Nun stehen Ihnen diese Einstellungen für immer zur Verfügung.